Ganz ehrlich, Leon, du bist es nicht wert. Dann komm doch einfach mal mit zum Training. Meinst du, ich kann einfach so vorbeikommen? Ja klar, warum denn nicht? Jetzt beginnt ein neuer Lebensschnitt. Euer España is coming. Gute Fahrt. Danke. Wir mussten Überstunden schieben. Wir hatten Kummer ohne Ende, weil du, Mama, du hast nichts für Mama getan. Frau Bruns. Herr Petersen. Ich dachte, wir wollten uns oben bei Ihnen treffen, aber wir können dann auch gerne das Gespräch hier fortführen. Was ist das für eine Sauerei hier? Ja, schauen Sie mal, was der neue Mieter von dem dritten Stock mit meinem Briefkasten angestellt hat. Das war da drin? Wie ich das finde? Ja. Das ist ganz herkömmliche Wärme. Ich verstehe jetzt gar nicht, wo das Problem ist. Aber jeder kriegt das jede Woche in seinen Briefkasten. Aber doch nicht so viel. Schauen Sie mal. Was ist das? In den ganzen 5 Jahren habe ich noch nie so viel Werbung bekommen. Können Sie mir bitte mal genau erklären, warum Sie den neuen Mieter beschuldigen? Ja. Ich würde jetzt gerne wirklich mal hören von Ihnen. Ja, weil ich in den ganzen 5 Jahren mit keinem hier Stress hatte, außer mit diesem neuen Affen. Ich habe mich bis jetzt mit allem gut verstanden, okay? Wie kann das sein, dass Sie hier irgendjemanden beleidigen, wo Sie gar nicht wissen, ob es das wirklich war oder nicht? Ich weiß, dass Sie seit 5 Jahren hier Mieterin sind, dass es bis jetzt keinen Stress gegeben hat, aber der neue Mieter hat sich auch schon über Sie beschwert. Ach, weil es da wo Aufeinandertreffen gab, als er eingezogen ist, was nicht so besonders gut gelaufen ist. Ganz falls genau Sie sich erinnern so können. Wie bitte? Falls Sie sich erinnern können. Ja, ich kann mich sehr wohl erinnern, wie das gut, war. Gut, passen Sie auf. Können Sie denn bitte nicht rauswerfen? Also ganz ehrlich, er ist gerade eingezogen, genauso schnell können Sie ihn rauswerfen. Genau, Sie sagen es. Wer eingezogen ist, wird nicht sofort wieder rausgeschmissen. Und keiner kann uns hier garantieren, dass er das auch wirklich war. Ich wollte eigentlich auch kommen, um den Streit zwischen Ihnen und dem neuen Mieter beizulegen, aber ich glaube, das wird nicht so einfach funktionieren. Nee. Ein einfaches Guten Tag und auf Wiedersehen, mehr brauchen Sie doch mit dem Mieter gar nicht zu tun zu haben. Ah, okay. So okay, einfach. Okay. Kriegen wir hin. Und die Sauerei bitte einmal beseitigen, weil ich habe keine Lust, dass hier noch irgendjemand ausrutscht und dass wir hier noch einen Unfall kriegen. Frau Bruns? Ja. Gut. Das war's erstmal, oder? Mhm. Gut. Dann einen schönen Tag. Ja, gleichfalls. Tschüss. Frau Bruns? Was? Das meinen Sie jetzt nicht ernst, ne? Doch. Ich habe Ihnen eben gerade gesagt, ob Sie bitte die Sauerei beseitigen können, was aus Ihrem Briefkasten kommt. Das machen Sie bitte und gehen Sie nicht einfach wieder hoch. Also jetzt ist wirklich mal Ende der Fahnenstange angekommen, ne? Trotzdem schönen Tag noch. Bist du meine Mutter oder was? Oh, das tat so gut, endlich mal wieder joggen zu gehen, ey. Ohne Scheiß, das war so geil. Ey! Was ist? Ja, hörst du mir überhaupt zu? Ich rede mit dir! Ja, alles gut. Ja, glaube ich dir nicht. Ganz ehrlich, was ist los mit dir, Mike? Ist alles in Ordnung, echt? Ja. Ja, ist alles gut. Ey, komm, erzähl nichts, ey. Was ist los? Naja, Digga, ich hab nichts. Ich weiß so, ich hab gar nichts mehr. Ich würde gerne wieder in den Rettungsdienst gehen als Notfallsanitäter. Weißt ja, du, aber ist doch eine geile Idee. Hast du dich schon beworben irgendwo? Kann ich nicht. Warum nicht? Weil Leon meine Unterlagen hat, Mann. Oh, ach du Scheiße. Ja, nach dem Tod von Muttern hat er ja die ganze Hütte da leergeräumt und das muss alles irgendwie bei ihm liegen. Und da kann ich ja wohl schlecht hingehen und sagen, ach, hallo, nach dem Theater, was ich mit ihm hatte. Ja, hast du erzählt. Gib mir mal meine Sachen, weißt du? Ja, aber wie wär's, wenn wir sonst zusammen mal hingehen? Wir zusammen zu Leon, ja, oder? Wir gehen zusammen zu Leon. Dein Ernst? Ja, wirklich mein Ernst. Du merkst ja wohl nichts, oder? Du merkst dich noch nicht mal selber. Hallo, ich kenn Leon doch auch. Ja, das ist schön, dass du ihn kennst. Und Leon kennt mich doch auch lange. Der hätte mich fast platt gemacht, Mann. Da kann ich nicht einfach hingehen und sagen, ach Leon, das wäre nett, wenn du mal machen würdest. So, gib mir mal meine Sachen und ja, so. Ja, pass auf, wir machen das so. Du überlegst dir das jetzt mal die nächsten Tage. Und wir beide, wir gehen mal Tischtennis spielen. Wie damals, Digga. An unserer Platte, oder was? Genau an der Platte. Tischtennis spielen. Digga, das ist eine geile Idee. Digga, komm. So wie damals? Das machen wir. Gehen Tischtennis spielen. Einfach mal ein bisschen chillen, ein bisschen ablenken. Geil. Jetzt. Ja, ich habe zu Hause noch 2 Schläger. Geiles Ding, Alter. Und sogar am Ball. Da habe ich richtig Bock drauf. Lass uns los. So auf alte Zeiten, Digga, ja, Alter. So nach dem Motto, wie damals. Wir holen kurz die Sachen bei mir ab und dann gehen wir zur Platte. Geiles Ding, Alter. Perfekt. Machen wir. Bis dann gleich. Los geht's. Genau, ist das? Genau, Freitagabend, 20 Uhr. Ja. Nö, Handschuhe habe ich hier. Außen. Kann ich dir da. Ja. Ja, alles klar. Ja, wir sehen uns. Ciao, ciao.
Hallo. Hi. Hallo Leon, das ist meine beste Freundin Nathalie. Und sie würde ganz gerne ein Probetraining hier machen. Ja, gern, klar. Ja. Sehr schön. Nur sie oder wolltest du auch? Wieso? Ja, weil ich sehe keine Tasche bei dir. Ja, die habe ich wohl im Auto vergessen. Dann gehe ich sie kurz holen und bin sofort wieder da. Danke. Na und, schon mal Kampfsport oder so gemacht? Nee, tatsächlich noch nie. Das wird mein erstes Mal sein. Okay. Und bisschen aufgeregt, oder? Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie das so läuft. Also Kim hat bis jetzt noch Positives erzählt. Okay, das freut mich. Aber brauchst du auch keine Angst haben. Wir passen hier ein bisschen auf dich. Ja. Kommen da viele Frauen trainieren so? Ja, ist immer verschieden, ne? Also sind natürlich mehr Männer, meistens ja in diesen Sportarten, aber mhm. Wir haben auch Frauen. Also ist nicht allein. Ich bin gespannt auf jeden Fall. So, da bin ich wieder. Cool. Wollen wir los? Ja. Sehr schön. Da vorne sind die Umkleiden. Da können wir uns dann viel umziehen. Spaß. Danke. I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I... Jetzt zieh dich ab, Alter. Nee. Hast du eine Ahnung? Das Match gewinnst. Ja, hier. Mann. Meiner. Das Match gewinnst du nicht. Hast du eine Ahnung, Alter? Ich zeig dir, wie das geht, Mann. Nee. Genau wie damals. Kannst dich drauf verlassen. Ja, guck, da kommt okay, der, das ist deiner. Da kommt der Opa nicht hinterher. So, warte mal ganz kurz. Ich muss mal kurz die so, Pause jetzt, machen. Jetzt Pause. Sag mal. Ein bisschen außer Atem, ne? Benny Boy. Was? Hast du eigentlich eine Olle, sag mal? Du hast keine? Du hast doch damals alles nicht alles anbrennen lassen. Ja, komm, damals. Es ist über 4 Jahre her. Was erwartest du denn bitte? Ja, ich dachte, dass du jetzt irgendwie eine Freundin hast oder was? Nee, momentan ist einfach nicht so, aber ich habe mich auf so eine App angemeldet, so eine Dating-App. Dating-App? Ja. So Internet und so oder was? Ja, okay. läuft ganz gut. Ich habe da jetzt 2 Mädels, mit denen ich da schreibe. Okay. Aber ich glaube, mit der einen wird eher nichts. Aber die andere, die ist echt ganz nice. Ist eine Blonde. Okay. Weiß ja, blond ist mein Geschmack. Weil es nur eine blonde Frau auf diesem Planeten gibt, ne? Nee. Komm her, ich zeig's dir. Da wirst du sehen, dass ich nicht rumgelabert habe. Ja, guck dir die an. Mhm. Die ist gut, ne? Hier, guck. Boah, also von der Bettkante würde ich dir jetzt auch nicht stoßen, wenn ich ehrlich bin. Du, ja, siehst du? Nimmst nicht mit, oder? Nee, bestimmt nicht. Ach, komm, Mann. Nee, komm. Du machst mir sowieso wieder alles kaputt. Du erzählst ihnen irgendwelche Sachen von damals und dann denkst du auch, ey, was ist das für ein Otto? Ach komm, hör auf, Alter. Du merkst dich doch selber noch ja, nicht. Ja, trotzdem. Das muss sie ja nicht gleich merken. Aber du triffst dich mit ihr, oder was? Ja, wir wollen uns nämlich. Also da hast du echt schon Bock drauf, ja? Also, okay. Ja, klar. Wir haben jetzt einmal telefoniert und wollen uns jetzt nämlich treffen. Halt mich auf dem Laufenden, was das Thema angeht. Auf jeden Fall. Aber komm, von mir kannst du dir noch ein paar Tipps holen, was die ja, Frauen angeht. Ja, bestimmt. Du kannst dir gleich ein paar Tipps und jetzt, beim Tischtennis spielen. Jetzt zieh ich dich erst mal ab und zeig dir, ja, wie das geht, Alter. Komm her, Opa. Von wegen Tipps holen hier. Hast du eine Ahnung? Komm mal hier. Das wird meiner. Guck, das... Sag doch. Was? Mein Freund. Ja. Steht das heute Abend noch? Ja, können wir gerne machen. Sehr schön. Na? Na? Darf ich dir mal helfen? Wieso mache ich das falsch? Bisschen, ja. Okay. Du musst deine Arme weiter runternehmen. Genau, hier musst du sie lassen. Okay. Wenn du hochgehst, nur bis zu meiner Hand. Genau, nicht weiter. Okay. Ja? Ja. Mach mal. Okay. So? Ja, sieht gut aus. Okay, danke. Und, gefällt es dir hier? Ja. Ist ein bisschen leer hier, ne? Ja, das ist, wenn die Kurse nachher losgehen, dann wird's richtig voll, ne? Hm. Aber eine schöne Aussicht. Ja. Schön, freut mich, dass es gefällt. Also, dann hat man noch viel Spaß, ihr beiden, ne? Danke. Danke. Hey, sag mal, was war denn das für eine Scheiße? Was meinst du? Na, der Trainer. Das ist der, den ich so toll finde. Oh. Ja, was war das? Ey, Süße, das tut mir echt leid. Das wusste ich doch gar nicht, dass er das ist. Na, jetzt weißt du's. Ja, jetzt weiß ich das. Alles gut. Ich halt ja, Abstand. Ja, lass das bitte. Okay. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago.
but all will be okay. I move on each and every day. Pünktlichkeit kennt ihr echt nicht. Schwesterchen, du hast es ja doch geschafft. Ja, natürlich habe ich es geschafft. Was können wir nicht am Telefon besprechen, warum wir uns jetzt hier notgedrungen treffen müssen? Naja, du legst immer auf, wenn man mit dir versucht zu diskutieren. Und ganz ehrlich, ich habe die Unterlagen durchgeguckt. Es fehlt Geld. Hast du das? Moment mal, du guckst Unterlagen durch, das Meer neu? Und zweitens, wo Zeit. Fehlt Geld nach deinem Ermessen? Das ist unser großes Objekt. Was ist denn das? Das ist der Boxclub. Ja, ich weiß. Ja, das ist gut, dass du das weißt. Ja, das ist richtig, dass da Geld fehlt. Ja, aber es kann doch nicht sein. Doch, du weißt, wer da drin ist mit seinem Boxclub? Das ist Leon, interessiert mich mein nicht. Bester Freund. Es interessiert mich einfach Ich nicht. Habe aber zu ihm gesagt, ihm geht es finanziell schlecht. Hälfte nur bezahlen für die nächsten paar Monate. Warum wusste ich davon nichts? Also so geht das nicht. Ich möchte sofort das Geld haben. Du kümmerst dich doch um nichts. Ich mache die ganze Arbeit. Natürlich, siehst du doch, ich wusste jetzt auch, dass Geld fehlt. Wenn unsere Eltern uns das nicht vererbt hätten, weißt du, wo du leben würdest? Ich habe einen Hartz-IV-Bunkerlohn. 51% habe ich abgekriegt. Und warum? Weil ich wahrscheinlich mehr auf dem Kasten habe als du. Aber was tust du denn für die 51%? Rumsitzen, Däumchen drehen und Geld zählen. Ja. Ja, genau so sieht's aus. Und mich um meinen Hund kümmern. Ja, warum bringst du eigentlich die Töne schon wieder mit? Wir haben Geschäftsmeeting. Also, oder bringst du mir den Hund mit? Interessiert mich nicht. Der Hund gehört zu mir. Ja. Aber ich möchte ab sofort, ab dem 1. wieder das Geld haben. Volle. Wie stellst du das vor? Ja, zahlen oder er muss raus. Ich habe ihm das versprochen. Ja, wie lange hast du ihm das denn versprochen? Ein paar Monate mal. Ja, es waren ein paar Monate. 2 Monate. Also. Wir sind jetzt gerade mal im 2. Monat, wenn überhaupt. Vielleicht ist es ja, auch erst ein Monat. Ja, und ab nächsten Monat Was zahlt nächsten er wieder komplett die Miete. Ronja, das meinst du doch nicht ernst? Doch, natürlich. Ansonsten werde ich eine Räumungsklage und dann ist er raus. Und dann werdet ihr jetzt von meinem Anwalt hören, wenn das nicht ab nächsten Monat so ist. So, es reicht mir mit dir, echt. Scheiße. Ciao. Soll ich dir mal erklären, wie das so bei uns abläuft hier? Also, wenn du jetzt weitermachen willst, meine ich. Ich muss mir das tatsächlich noch überlegen. Okay. Also wollt ihr nur sagen, es gibt bei uns Möglichkeit, Verträge zu machen oder auch Zehnerkarten? Ja, nee, ich glaube, das ist nicht für dich richtig. Du wolltest doch eher was anderes. Ich muss mir das in Ruhe überlegen. Okay. Ja. Aber ihr seid uns auch herzlich willkommen. Sehr gerne. Ne? Also, wenn ihr mal einen Kaffee trinken wollt. Ja. Danke. Tschüss, ihr beiden. Ciao, ciao. Hey Leon! Oh. Lass mich raten, mein Bruder hat dich geschickt. Nein! Mike hat mich nicht geschickt. Ja. Ey komm, der wäre jetzt stinksauer, wenn er wüsste, dass ich jetzt hier bei dir stehen würde. Ja, und was willst du von mir? Er will sich jetzt wieder bewerben, im Rettungsdienst. Und du hast doch damals die ganzen... Ey, hör mir doch mal zu jetzt eben. Du hast doch damals die ganzen Unterlagen von deiner Mutter, von eurer Mutter rausgeholt. Ganz ehrlich, weißt du was, der lügt dich an. Warum lässt du dich benutzen? Ich lasse mich nicht benutzen. Er hat eine Therapie gemacht. Ja? Ja. Hat er das bewiesen? Nein. Ja, also, aber er ist immer noch dein Bruder und mein bester Freund. Weißt du was? Ich habe keinen Bruder mehr. Doch, komm. Jetzt, gib ihm zumindest die Chance. Du, sorry, ich habe jetzt zu tun, ehrlich jetzt. Leon, überlegst du zumindest nochmal. Es würde ihm wirklich helfen.